Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie nach der langen Debatte doch noch alle munter sind und auch mir noch mal Ihr Ohr leihen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch an meine letzte Rede in diesem Hause kurz vor der Wahl. Da habe ich nämlich angekündigt, dass das Jahrzehnt der Investition, das wir 2016 ausgerufen haben, selbstverständlich länger ist als eine Wahlperiode. Wir gehen jetzt also in die zweite Runde und setzen die Investitionsoffensive fort. Wir werden die Schulaufbauoffensive fortführen, wir werden weiter Kita-Plätze schaffen und wir werden weiterhin die Strukturen der Verwaltung stärken. Und trotz aller Unkenrufe hat diese Koalition dafür eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung dieser Stadt im Rücken und konnte diese Mehrheit gegenüber der letzten Legislatur sogar noch ausbauen. Ja, ich weiß, vielen Berlinerinnen und Berlinern geht es nicht schnell genug. Und das geht uns auch so. Und die Corona-Krise hat viele Vorhaben von uns zurückgeworfen und unsere Handlungsspielräume eingeschränkt. Und doch hat gerade die Krise bewiesen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Wir werden uns nicht aus der Krise heraussparen. Im Gegenteil. Wir sind überzeugt, dass der Weg aus der Krise nur Solidarität sein kann. Nur eine stabile öffentliche Daseinsvorsorge und armutssichere Löhne sind krisenfest und nachhaltig. Wir bauen heute die Infrastruktur auf, die auch morgen noch Krisen standhalten kann. Nicht zuletzt deshalb haben wir den Landesmindestlohn schon vor 2 Jahren von 9 auf 12,50 Euro erhöht. Nach dem Regierungswechsel im Bund soll der flächendeckende Mindestlohn ja nun auch wenigstens auf 12 Euro dem nahezu angepasst werden. Aber wer 45 Jahre lang für einen Lohn unter 13 Euro arbeitet, kann in seinem gesamten Leben nicht genug Rentenanspruch aufbauen, um mehr als die gesetzliche Mindestrente zu bekommen. Das bedeutet, dass die Bundesregierung nach wie vor Altersarmut mit Ansage fördert. Dem stellt sich Berlin entgegen. Wer für Berlin arbeitet, soll eben nicht in Altersarmut fallen. Und deswegen werden wir den Landesmindestlohn und den Vergabemindestlohn auf 13 Euro anheben. Wir bezahlen unsere Mitarbeitenden so auskömmlich, dass sie auch später und in Zukunft davon noch leben können. Dazu hatte ja die Kollegin Dr. Jasper Winter, die heute, glaube ich, nicht da sein kann, ihr Unverständnis geäußert, dass dann ja Mitarbeitende desselben Betriebs je nach Auftrag unterschiedlich hohe Stundenlöhne hätten. Das hat mich ein bisschen überrascht. Denn die FDP hat ja bei der Einführung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes noch eine völlig andere Position vertreten. Als Menschen aus Zeitarbeitsfirmen neben Festangestellten an Fließbändern standen und für dieselbe Arbeit eindeutig nicht den gleichen Lohn bekamen. Ungleicher Lohn ist offenbar für die FDP nur dann ein Problem, wenn sein Zweck ist, ArbeitnehmerInnenrechte zu stärken, nicht aber, wenn es darum geht, sie zu schleifen. Wir als Land Berlin haben uns entschlossen, an dieser Stelle Vorbild zu sein und freuen uns selbstverständlich, wenn andere nachziehen. Deshalb werden wir es auch zu unserem Grundsatz machen, dass die Unterstützung und Förderung wirtschaftlicher Branchen an die Voraussetzung gebunden ist, dass diese auch gute Arbeit bieten und sich an die Tarifbindung halten. Das gilt auch für die Neustartprogramme in der Corona-Krise. Wer öffentliche Hilfe in Anspruch nimmt, muss zumindest gesellschaftliche Mindeststandards einhalten. Und um auch künftig gute Arbeit zu garantieren, brauchen die Berlinerinnen und Berliner gute Ausbildungschancen. Jugendlichen, die keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, wollen wir deshalb nach Ende des 10. Pflichtschuljahres für mindestens ein Jahr ein garantiertes Angebot der Berufsausbildungsvorbereitung machen. Das ist jetzt noch nicht die Ausbildungsplatzgarantie, die wir anstreben, aber es ist ein wichtiger Schritt dahin. Und wir werden dafür auch die Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen und eine branchenspezifische Ausbildungsplatzabgabe einführen. Es kann nicht sein, dass viele Unternehmen große Anstrengungen aufbringen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen, während sich andere dieser Aufgabe entziehen. Hier braucht es einen gerechten Ausgleich.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner hat dieser Koalition einen wichtigen Auftrag erteilt. Mehr als 1 Million Wahlberechtigte haben dafür gestimmt, dass die Wohnungsbestände großer Immobilienunternehmen vergesellschaftet werden sollen. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik wird ernsthaft darüber geredet, wie Artikel 15 des Grundgesetzes konkret angewendet werden kann. Und allein das ist schon historisch. Unsere Erwartung ist, dass auf Grundlage der Ergebnisse der Kommission in etwa 1,5 Jahren über ein solches Gesetz beraten und am Ende auch beschieden wird. Wir wissen, wie viele Widerstände und wie viele Vorbehalte es dagegen gibt, nicht nur in diesem Hause. Aber umso wichtiger ist es, dass wir hier gründlich und sorgfältig vorgehen. Ich finde, es ist in einer Demokratie schwer erträglich, wenn über den Umgang mit lebenswichtigen Gütern nicht demokratisch, sondern durch Marktmacht entschieden wird. Aber wir sind in einer Demokratie dem nicht ausgeliefert. Wir können unsere Zukunft und die unserer Stadt aktiv gestalten. Das haben die Berlinerinnen mit ihrer Initiative getan. Und wir müssen ihnen jetzt zusichern, dass das nicht folgenlos bleibt. Aber ganz unabhängig davon müssen wir natürlich auch alle unsere Anstrengungen fortsetzen zur Mietenregulierung. Liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD und Grünen, ich kann es ja verstehen, aber wenn ihr es nicht vermocht habt, eine Öffnungsklausel für den Mietendeckel gegen die FDP auf Bundesebene durchzusetzen, erwarte ich zumindest von der neuen Bundesregierung, dass sie dem erklärten Wunsch aller Bundesländer außer Bayern, dass sich an dieser Stelle dezidiert gegen den Willen der Landeshauptstadt positioniert, schnellstmöglich nachkommt und gesetzlich klarstellt, dass das Vorkaufsrecht wieder angewendet werden kann. Und schon morgen gibt es dazu Gelegenheit, weil da nämlich auf Antrag der Linksfraktion im Bundestag darüber debattiert wird. Übrigens, und eine gemeinsame Bundesratsinitiative haben wir ja auch gestartet, und ich gehe davon aus, dass wir gemeinsam diesem Willen auch der Hauptstadt stark Ausdruck verleihen. Übrigens ist das Problem der immens steigenden Mieten in dieser Hauptstadt ja auch ein Problem für die lokale Wirtschaft. Das ist in den Reden der Opposition, finde ich, sehr viel zu kurz gekommen. Denn auch gerade Gewerbe, gerade handwerkliche Betriebe und Dienstleister haben diese immensen Probleme auch. Und das ist ein Standortnachteil für Berlin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht eines der ambitioniertesten Ziele des Senats ist es, die unfreiwillige Obdachlosigkeit in dieser Stadt bis 2030 zu überwinden. Mit dem Modellprojekt Housing First haben wir gezeigt, wie es gelingen kann, Menschen dauerhaft von der Straße und zurück in Wohnungen und in die Gesellschaft zu holen. Damit wir unser Ziel erreichen, muss dieses Projekt aber im großen Stil stetig ausgeweitet werden. Und dafür ist es wichtig, mehr Wohnungen im geschützten Marktsegment zur Verfügung zu stellen. Und zwar nicht nur für Menschen, die auf der Straße leben. Auch diejenigen, die derzeit in Einrichtungen für Wohnungslose oder Geflüchtete leben, müssen dazu Zugang haben. Eine eigene Wohnung ist eine Frage der Menschenwürde. Aber abgesehen davon ist es sogar die finanziell günstigere Version für den Landeshaushalt. Und alleine das ist noch ein zusätzliches Argument, wem die Menschenwürde nicht reicht, um das voranzutreiben. Und deshalb muss auch das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum, das der Senat einrichtet, sich mit der Frage beschäftigen, wie schnell Wohnungen gebaut werden können, aber auch, wie diese den Menschen, die sie am dringendsten benötigen können, zugänglich gemacht werden. Auch das muss ein ausgemachtes Ziel dieses Bündnisses sein und ist eine seiner vordringlichsten Aufgaben. Wir werden uns in den kommenden Jahren noch stärker darum kümmern, dass Menschen gar nicht erst in Obdachlosigkeit abrutschen. Dazu gehört neben einer weiteren Anpassung der Kosten der Unterkunft an die Realität auf dem Berliner Wohnungsmarkt auch das Verhindern von Zwangsräumungen. Dass die Justizsenatorin das in einem ihrer ersten Interviews zu ihrem Vorhaben erklärt, das ist kein Zufall, sondern das ist ein Merkmal linker sozialer Rechtspolitik. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach 2 Jahren pandemiegebeutelter Stadtkultur dürfen wir uns auf einen Sommer freuen, der hoffentlich ein bisschen kompensiert, worauf wir in dieser schweren Zeit leidvoll verzichten mussten
und wofür wir Berlin doch eigentlich so sehr lieben. Im Kultursommer werden überall in Berlin, umsonst und draußen, Kultureinrichtungen und freie KünstlerInnen zu Veranstaltungen einladen. Es wird in jedem Bezirk für jedes Alter was dabei sein. Unser Kultursektor wird hoffentlich von dieser Anschubshilfe nachhaltig profitieren und schnell aus der Krise kommen und wieder der Anziehungspunkt sein, der schon immer war. Aber es geht dabei natürlich auch um diskriminierungsfreien Zugang zu Kultur für alle. Es wird künftig ein festes Kontingent an 3-Euro-Tickets für Kultureinrichtungen geben, statt wie bisher lediglich übrig gebliebene Karten. Das ist für Menschen, die sich ansonsten einen Besuch in der Oper niemals leisten könnten, ein wichtiger Zugewinn. Für 3/4 der Menschen, die an einem eintrittsfreien Sonntag ein Museum besuchten, war der Wegfall des Eintritts die Motivation. Das zeigt doch, wie hoch für viele Menschen in unserer Stadt die Hürden liegen, die Kultur zu erleben, die Berlin weltweit zu einem Anziehungspunkt macht. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie anfällig unsere auf ökonomische Effizienz getrimmten Strukturen sind. Und es ist nicht unbedingt in erster Linie die Technik, an der es uns mangelt. Wir haben bewiesen, dass wir durchaus in der Lage sind, kurzfristig ein Notfallkrankenhaus aus dem Boden zu stampfen. Aber wir haben kaum Personal, um es zu betreiben. Zu viele haben sich über die Jahre gegen diesen Beruf entschieden. Und nicht, weil sie ihre Arbeit nicht gern gemacht hätten. Ich habe bei den Streikposten mit Pflegern gesprochen, die ihren Beruf lieben und auch bereit sind, dafür temporär ein erhebliches Maß an psychischem Stress in Kauf zu nehmen. Aber wenn sie dauerhaft ihre Patientinnen aus Überlastung nicht mehr nach bestem Gewissen versorgen können, dann ist das unerträglich. Es ist ein starkes Signal, dass diese Koalition sich für den Abschluss des Entlastungstarifvertrags bei Charité und Vivantes eingesetzt hat. Diese Koalition kommt ihren Verpflichtungen gegenüber ihren Krankenhäusern nach und wird die Investitionen in diesem Bereich deutlich erhöhen. Wir haben erlebt, wie wichtig es ist, diese starken Strukturen in öffentlicher Hand zu haben. Aber man muss an dieser Stelle auch mal sagen, dass es grundsätzlich darum geht, die Finanzierung von Krankenhäusern wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen und endlich dafür zu sorgen, dass die Krankenhäuser wieder dazu da sind, Menschen zu heilen und nicht mit ihnen Profite zu machen. Und eine weitere Lehre aus der Corona-Pandemie ist, denke ich, für alle, dass sie die Frage aufgeworfen hat, wie krisenfest unsere Gesellschaft insgesamt ist. Und wir alle wissen, dass uns die Klimakatastrophe vor große Herausforderungen stellt. Also sagen wir mal fast alle. Wie in der Pandemie geht es jetzt darum, ob wir bereit sind, Maßnahmen zu ergreifen, um die Folgen der Katastrophe für die Menschen abzumildern, um sie beherrschbar zu machen. Oder ob wir lieber noch abwarten und hoffen, dass es doch nicht so schlimm wird, obwohl uns die Wissenschaft klare Daten liefert. Und es ist gut, dass diese Koalition entschieden handelt. Wir werden einen klaren Schwerpunkt auf die energetische Sanierung von Gebäuden legen. Wir werden auch weiter daran arbeiten, das Bauen selbst klimaverträglicher zu machen. Wir werden auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegels ein komplettes Quartier in Holzbauweise entwickeln und werden dann die Erfahrung damit in einem Kompetenzzentrum sammeln. Das ist ein spannendes Projekt, auf das ich mich freue. Und wir werden die Berliner Kleingärten absichern, damit die Berlinerinnen und Berliner auch weiterhin selbst beim Klimaschutz mitmachen können und zur Artenvielfalt und dem Erhalt des Berliner Stadtgrüns beitragen. Wir werden den Ausbau der Solarenergie vorantreiben und das Ende der Kohleverstromung in Berlin in weiteren Kraftwerken voranbringen. Dafür ist es gut, dass das Stromnetz jetzt wieder in der öffentlichen Hand ist. Und mit den Stadtwerken verfügen wir über ein handlungsfähiges Unternehmen, um die Nutzung regenerativer Energien zu verstärken. Für uns Linke steht bei der Mobilitätswende der Ausbau des ÖPNVs im Zentrum. Er bildet das Kernstück, mit dem wir für alle in der Stadt ihr Recht auf Mobilität gewährleisten können. Und wie wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, hat der Ausbau der Straßenbahn für uns die absolute Priorität. Sie ist das mit Abstand beste E-Mobility-Konzept. Und ihr Bau ist wesentlich klimafreundlicher und wesentlich schneller als der Bau von U-Bahn. Und meine Damen und Herren, ja, steht so auch im Koalitionsvertrag.
Nur wenn der ÖPNV für die Menschen zu einer praktischen Alternative zur Nutzung des eigenen Autos wird, werden wir die Menschen vom Auto wegbewegen können. Wenn wir nur darauf setzen, den Menschen die Nutzung des Autos zu erschweren und unbequem zu machen, ohne ihnen alternative Angebote zu machen, erzeugen wir lediglich Frust und Widerstand. Das ist nicht unser Weg. Wir bauen stattdessen Beteiligungsmöglichkeiten zur gerechten Verteilung des öffentlichen Raums so auf, dass die Berlinerinnen in die Lage versetzt sind, ihre Kieze selbst mitgestalten zu können. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie auch mir, kurz noch einige Worte zum heutigen Datum zu verlieren und einen Moment innezuhalten. Genau heute, vor 77 Jahren, wurde das Konzentrationslager Auschwitz durch die 322. Infanteriedivision der 1. Ukrainischen Front befreit. Nichts, was die jungen Soldaten in ihrem bisherigen Leben gesehen oder gehört hatten, konnte sie auf das Grauen vorbereiten, was sie in den Lagern der deutschen Vernichtungsmaschinerie erwartete. Weniger als 8.000 Menschen, die überlebt hatten, fanden sie dort vor. Ihrer und der Millionen Menschen, die ihr Leben durch die schlimmste Barbarei der Menschheitsgeschichte verloren, gedenken wir heute. Von immer mehr Überlebenden und Zeitzeuginnen müssen wir uns verabschieden. Im letzten Jahr erst von Esther Bejarano, die bis zuletzt unermüdlich gegen rechts engagiert blieb. Und noch immer sind so viele Schicksale unaufgeklärt, so viele Geschichten nicht erzählt. Jede davon ist ein Grund für eine aktive Erinnerungskultur, die manchen auch in diesem Haune ein solcher Dorn im Auge ist. Wir werden uns entschlossen denen entgegenstellen, die von Schuldkult schwadronieren und die versuchen, die Geschichte zu klittern. Sie bagatellisieren die Mordindustrie auf den Corona-Demos. Oder wie die Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag gestern, die wiederholt in der Debatte über eine Impfpflicht von Zivilisationsbruch sprach. Wohl wissend, dass mit diesem Wort die Shoah gemeint ist. Wohl wissend, dass mit diesem Wort die Shoah gemeint ist, die uns erinnern soll, wie es zum Zivilisationsbruch kam. Meine Damen und Herren, wir müssen uns bewusst sein, dass solche Vorstöße stets der Versuch sind, die ideologische Grundlage für diese Verbrechen zu legitimieren. Und ich gehe davon aus, dass alle Demokratinnen und Demokraten das nicht zulassen werden und entschieden zurückweisen. Und selbst an einem Tag wie heute hat die extreme Rechte auch hier in diesem Haus ganz höflich vorgetragen, Hilfe- und Schutzbedürftige nach rassistischen Kriterien aufeinander gehetzt. Und das, meine Damen und Herren, bleibt nicht unwidersprochen. Gerade hier in Berlin, der Stadt, von der der Terror des Dritten Reiches ausging, müssen wir uns auch mit der Kontinuität rechten Terrors auseinandersetzen und sie auch als solche anerkennen. Bis hin zu Hanau, was hier schon benannt worden ist. Denn mit der bedingungslosen Kapitulation 45 endete der rechte Terror nicht. In Deutschland gehen seriöse Schätzungen davon aus, dass rechte Gewalt nach 45 mehr als 300 Menschen das Leben kostete. Die wenigsten davon sind vollständig in ihrer politischen Motivation aufgeklärt. Sie wurden bis 1990 nicht einmal als solche erfasst. Auch Berlin beklagt diverse Fälle, in denen Menschen Opfer von Nazis wurden. Nicht zuletzt seien an dieser Stelle Burak Bektaş und Luke Holland genannt, die bis heute nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt sind. Beide ermordet in Neukölln, das seit über 10 Jahren Schauplatz einer Terrorserie ist, deren mutmaßliche Haupttäter zwar namentlich bekannt sind, aber vermutlich für die meisten Taten nie zur Rechenschaft gezogen werden. Mehrere Mitglieder dieses Hauses und der hier vertretenen Parteien, aber insbesondere Menschen aus der engagierten Zivilgesellschaft, wurden von diesem Naziring bedroht und angegriffen. Wir, die Fraktion von SPD, Grünen und Linken, werden auf parlamentarischer Ebene alles in unserer Macht Stehende unternehmen, um dem Aufklärungsanspruch der Betroffenen gerecht zu werden und schnellstmöglich einen Untersuchungsausschuss einrichten. Und meine Damen und Herren, wir werden die Beratungs- und Monitoringstrukturen ausbauen und sie über ein Demokratiefördergesetz auch dauerhaft absichern. Denn auch wenn sich diese Fraktion hier rechts im Saal halbiert hat,
muss man leider sagen, dass diese Strukturen nicht weniger, sondern mehr zu tun haben. Und dass viele rechte Bewegungen gerade Krisenzeiten nutzen, um rechten Umsturzfantasien Vorschub zu leisten. Wir stehen an der Seite, ja, diese Reaktion ist klar. Das musste natürlich sein, ohne Verhöhnung geht's nicht. Denn wir stehen an der Seite der Betroffenen von Bedrohung, Ausgrenzung und Diskriminierung. Dessen können Sie sich sicher sein. Denn Berlin bleibt Sehnsucht und Zufluchtsort, wie die regierende Bürgermeisterin heute schon so schön abschließend sagte. Und sie ist Sehnsuchts- und Zufluchtsort für alle, die hier frei und sicher leben wollen. In Kiez und Metropole zugleich. Ich bin stolz darauf, dass wir weiterhin daran mitwirken können, dass das auch so bleibt. Herzlichen Dank. Applaus